Oh. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen, dass ich... Oh, es hat ihn einfach überhaupt nicht interessiert. Okay. Jetzt also doch. Hm. Okay, irgendwann werden sie dann doch misstrauisch. Hm. Oh nein, er hat sich nur ans Tor gestellt. Alles klar. Nein. Okay, sie gehen nicht auf mich los. Suchen nach einem Mörder, aber... Das ist echt praktisch, solange die dich nicht beim wirklichen Mord sehen. Der gibt's auf. Der gibt's auf. Das sind wirklich eine Menge Leute. Darf ich hier rein? Schön, dass man da immer durchglitschen kann. Räum zumindest mal aus dem Weg. Geh ich mal auf. Die gehen gerade alle wieder. Komisch, dass man nicht direkt auswählen kann, dass man denjenigen aufheben will. Okay. Damit sind einige schon mal aus dem Spiel. Ich meine, ich habe hinten 5, da in den Zelten 4. Wow. So viel dazu, dass das weniger werden sollten. Okay. Finden wir hier irgendwen einsam und alleine? Okay, den kann ich zum Beispiel nicht töten. Hm. Na, sonst noch irgendwo stellen, wo es einsam ist. Echt interessant, wenn ich die alle töten könnte. Aber selbst nachts pennen die ja kaum. Das ist so ein bisschen problematisch. Hm. Mal auf der Seite irgendwen. Schade. Ich könnte mich nochmal hinlegen und schlafen zum Speichern. Nicht, dass ich irgendeinen Fehler mache und... Hm. Okay, kein Bett hier drin. Schlafen und speichern. Ich meine, es ist mitten am Tag. Ja, was soll's. Mal gucken, inwieweit wir das jetzt hier hinkriegen, die umzubringen. Ich weiß gar nicht, was das für einen Effekt hat am Ende, wenn das ganze Lager tot ist. Oh, wenn ich den Punchkerl umbringen könnte, wäre das bestimmt interessant. Speichert... Dann müsste ich warten bis um
halb zwei ungefähr. Dann sollten einige schlafen. Mit ein bisschen Glück komme ich dann hin, die zum Großteil abzumurksen. Wer weiß, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich bin mal gespannt. Es schläft keiner. Auch nicht. Haben Pferde. Okay, mit etwas Glück kann ich den Pförtner umbringen. Hast du was verloren? Nein. Ah, mein Pferd kann hier nicht hin, okay. Gibt in gewisser Weise Sinn. Ne? Keiner schläft. Einer ist auch nur hier irgendwo zu sehen. Jetzt los. Da war einer. Da ist einer. Aha. Da kommen sie anmarschiert. Ich den einen mal umgebracht. Laufen. Was soll man hier sonst tun? Jetzt muss ich gucken, wo sie sich hinlegen zum Schlafen. Und lass uns noch mal warten bis um drei. Dann sollten die alle auf ihrer Position sein. Und vielleicht können wir sie dann alle umbringen. Mal gucken. Es hat auf jeden Fall aufgehört zu regnen. Ein bisschen Glück legen die sich tatsächlich jetzt hin. Schlafen und speichern. Ach, komm schon, wirklich? Alle stehen und liegen, alle stehen und sitzen hier rum. Oh Mann. Kaum einer schläft. Als ob die ganze Zeit wach wären. Irgendwann müssen die doch auch mal schlafen. Okay. Oben sind definitiv weniger unterwegs. Vielleicht finde ich hier ein paar verstreute. Scheint nicht so. Vielleicht kriegen wir hier wieder ein paar hochgelockt. Oder auch nicht. Vielleicht wieder werden die alle wiederbelebt. Bischek, den sollte ich vielleicht nicht unbedingt töten. Ist der eigentlich... Leute! Schädelbrecher. Komm schon. Wir nochmal den Schädelbrecher. Töten. Okay. Töten. Komm schon her. Irgendwer ist da oben noch wach. Komm schon. Gib auf, werd ohnmächtig. Ugh.
Jetzt ist er. Oh. Zieh mal mit dem dasselbe durch wie mit dem anderen. Gibst du schon auf? Komm. K.O.-Schlag bitte. Hauskampf. Na komm schon, Mann. Ich irgendwas abbekomme, hä? Mir ist egal. Oh nein, was? Was zur Hölle? Wieso schieße ich durch den durch? Plündern. Mit ein bisschen Glück kriege ich die meisten. Damit. Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Sicher? Ah, ich habe nur seine Schulter erwischt. Komm, bleib da noch einen Moment stehen. Damit. Sie sehen mich noch nicht richtig. Oh, verdammt. Wirklich. Ah. Auch erwischt. Sand. Okay. Allesamt hinüber. Oh. Da bist du ja, du Gauner. Okay, er lebt noch. Ich habe ihn am Helm erwischt. Oh shit. Er ging vorbei. Okay. Die sind aber tatsächlich nicht so gut. Sind tatsächlich allesamt nicht so gut. Vor allem keiner bemerkt was. Hier liegen überall Leichen rum. Ist gestorben. Der nicht, aber... Wieso zur Hölle ist der wieder aufgestanden? Der war tot. Ich hab dich. Es wird dir noch leid tun. Könnte er geflüchtet sein. Er muss hier irgendwo stecken, oder? Bloß, die Toten stehen jetzt alle nacheinander wieder auf. Soll das etwa alles sein? Nein. Damit. Hörst du? Ich gebe auf. Ist mir wurscht. Okay, das hat ihn voll erwischt.
Mann. Mein Dorf? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal gucken gehen. Damit, der ging vorbei. Er ist tot. Da sehe ich noch einen. Ach, der war zu niedrig. Eieiei. Der ist tot. Der ist tot. Er hat einen Stahlhelm auf. Was ist denn? Der Loot? Ja, nee, das kann ich ja alles gar nicht mitnehmen. Das klappt ja alles gar nicht. Okay. Ich glaube, ich müsste bald alle erledigt haben. So. Also warst du es. Ach, tatsächlich. Was ist denn mit den... in einer Stadt zu töten? Was hat das mit Geld zu tun? Ich habe 63.000 Groschen. Ich habe mein Dorf komplett gebaut. Und mein Dorf ist positiv, was das Gold angeht. Ich brauche kein Geld mehr. Das ist alles... Ich kann mir kaufen, was ich will. Das ist... Das hat alles. Ich kann ja mal gucken. Moment, da gibt es ja die Statistik zu. Spieler. Statistik. Allgemein. Gesamtgespielte Zeit. 5 Tage, was? Bei diesem Durchgang 3,7 Tage. Oh, in der Spielwelt 113 Tage. Gesamtes Geld. 512.000 Groschen. Maximal besessenes Geld. 66.000. Was ist das genau? Kilometer zu Fuß. Blutet. Weiß nicht, vergiftet, betrunken. Also. Ja, du musst Sachen klauen. So sagt der Schaden, erlittener Schaden. Getötete Menschen Tio 524. Bustos geschlagen gegen 52. Getötete Gegner 346. Getötete Menschen 376. Kumanen. Abgeschossene Pfeile 1400. Ups. Verbrechen. Da haben wir es doch. Gestohlener Wert 305.000 Groschen. Gestohlene Gegenstände sind 12.000. Gestohlener Wert aus Taschen sind 7.000. Läuft. Geschlossen, abgeschlossen, Quest, Dialoge. Gespart durch Feilchen. 5.500. Das ist aber auch nur. 9.000 Kräuter. Glücksspiel. Im Würfelspiel gewonnenes Geld. 211,9 Groschen. Was? Bei 10 besiegten Gegnern? Aber wie gesagt, wenn du weißt, wie, ist das alles kein Problem. Es ist wirklich überhaupt nicht
Mein... Guck mal, da ist noch einer. Ich dachte schon, ich hätte alle. Ah. Oh, er ist tot. Okay. Das ging direkt in den Nacken. Das hätte eigentlich das Gift verursachen sollen. Jetzt habe ich es verursacht. Hoppla. Das tut mir jetzt aber leid. So geil, der guckt erstmal doof. Und voll zwischen die... Und er ist tot. Zwischen die Augen, der Helm versagt. Ist klar. Mal hier für den Fall der Fälle. Pferdchen nochmal. Die fallen immer so witzig zusammen. Oh, das ist nicht dadurch gestorben, okay. Die brechen einfach so zusammen. Aber ich glaube, ich müsste mittlerweile jeden Einzelnen hier umgebracht haben. Was ist mit dir, mein Freund? Okay. Lager verlassen und berichten, dass die Armee keine Gefahr mehr ist, weil ich sie komplett eigenhändig ausradiert habe? Ist ja leider keine Möglichkeit, ne? Ansonsten nochmal kontrollieren. Das Einzige, was wir haben, ist noch... Vielleicht kann ich damit tatsächlich auch die Unkillbaren töten. Nein, es ist gerade quer durch den Kiefer geflogen. Ah, shit. Der ist unbesiegbar und jetzt jagt er mich, oder was? Hab ich ja schön Mist gebaut. Selbst die an dem beim Scheißhaufen sind. Oh, das ist Scheißhaufen. Okay. Okay. Na gut. Jetzt müsste ich nur rausfinden. Hoppla. Das ist doof. Oh, knapp daneben. Komm ich hier hoch? Ah, ich komme hier noch. So. Jetzt müsste ich nur noch eine Stelle finden, wo ich meine Sachen verstecke. Speichern, Sachen verstecken und dann mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier so eine Kiste da einfach davon nehmen kann. Oh, da ist ein Pfeil. Sollte reichen. Wenn ich Pech habe, leben gleich alle wieder. Wenn ich Pech habe. Einfach weil es links ist. Aber normalerweise müssten sie alle tot bleiben. Ich sehe Leichen. Okay, es sind wohl einige Leichen verschwunden, aber es scheint... Ich gehe nochmal kontrollieren, ob sie wieder am Leben sind oder... Nee, sieht alles ausgestorben aus. Nö, keine Gegner mehr. Das heißt, entkommen sollte relativ einfach sein und die Schlacht sollte auch recht einfach sein gegen keine Gegner oder nur einen kleinen Anteil. Inventar. Alles verschieben. Das Schild finde ich interessant. Naja. Nehmen wir den mal. Lassen den fallen. Nehmen nochmal das schwere Schild. Vielleicht kann ich das als Beweis nehmen oder so. Gut. Gespeichert haben wir. Sachen haben wir abgelegt.
Mal gucken, was der Kerl dazu zu sagen hat. Entschuldige. Was ist denn? Ach so, das ist ja jetzt Filmsequenz. Bestimmt. Fliehe aus dem Lager. Was willst du? Dich raus? Ich geb. So. Okay. Sollten ja jetzt nicht wirklich Leute am Leben sein. Hier sind noch Leichen. Okay. Gespeichert wurde ja. Oh, ich bin zu schwer, aber nur weil ich meine Rüstung noch nicht angelegt habe. Ah, nee. Brauche ich denn jetzt noch? Eine Hose bräuchte ich noch. Goldene Sporen. Müsste es gewesen sein. Ja, ziemlich meine komplette Rüstung. Wenn man es vorher weiß, dann recht einfach. Mahnenbogen. Wettkampfpfeile. Das Fleisch habe ich wieder. Oh, jetzt könnte ich... Kann ich den jetzt umbringen? Ich meine, gespeichert wurde ja. Und es hat ja auch so funktioniert wie geplant. Oh. Oh, das sind alle meine Thronschlüssel und so weiter, die ich geklaut hatte, nehme ich mal an. Das war das Einzige, was er mir abnehmen könnte. Meine ganzen, mein Schlüsselbund. Naja. Der Kerl ist auf jeden Fall weg. Das ist eine interessante Sache, weil mit einem Dietrich, den er vorher versteckt hat, kein Problem, ne? Das echt so zählt. Was ist eigentlich mit dem? Der Kerl ist gar nicht mehr da. Schläft er? Ach nee, Mission ist ja beendet, dann ist er weg. Vielleicht ist er doch dann schlussendlich an den Nachwirkungen gestorben von meinen Kopfschüssen. Dass die gesagt haben, Mission ist zu Ende, jetzt nimmst du all den Schaden. Und, ja, wer weiß. Treffen wir uns mit Büschek. Wie bist du rausgekommen? Ich habe alles umgebracht. Alles, was sich bewegt, hat einen Pfeil zwischen die Augen bekommen. Oder in die Rippen, je nachdem, wie man getroffen hat, ne? Wo ist er denn? So weit weg? Ah ja. Waffen. Ich wusste gar nicht, dass man so... Das mit dem Stealth-Kill ist natürlich richtig einfach, wenn man dann den braucht. Ich meine, ich brauche es nicht unbedingt, weil ich kann alle mit einem Pfeil erledigen. Oder notfalls dann auch mit Schwert, Keule oder sonst irgendwie. Oh, ich habe mich schon... Ach, weil ich... Ja. Ich habe da noch... Sattheit. Oh, da kann ich hier einen... Habe ich keinen... Oh, ich könnte einen Lazarus-Elixier nehmen. Ein bisschen Dörrfleisch essen. Nicht gerechnet oder so. Es hat einfach so Funk gepasst, dass ich auf 99 gelandet bin. Okay. Hallo, Büschek. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahmen mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut. Wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hühn nicht gut getan.